Hallo ihr Lieben, heute Teil 2, wenn man so will, von meiner kleinen Balkan-Serie. Heute gibt es Raznici. Raznici ist ein Fleischspieß, aber nicht zu verwechseln mit Schaschlik, weil man macht da so ungerne Paprika, Zwiebel, Pilze und macht man da nicht. Ich glaube, das Gericht kommt aus Bosnien. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber ich bin mir sehr sicher, wie ich es gemacht habe. Und zwar zweierlei. Einmal mit Schweinefleisch und einmal mit Hähnchen. Und schaut einfach selbst. Hier die Zutaten. Wir brauchen natürlich Fleisch, einmal aus der Keule Schweinefleisch und Hühnchenbrust. Natürlich unterschiedlich mariniert, ist klar. Zum einen brauchen wir Natron. Gerade in der bosnischen Küche geht nichts ohne Natron. Knoblauch. Paprika, Chili-Pulver oder Chili-Flocken vielmehr, frischen Thymian, den Saft einer Zitrone und für unser Hühnchen brauchen wir noch zusätzlich Joghurt. Bitte keinen Fettarm nehmen, also bei mir ist es jetzt hier griechischer Joghurt, 10%ig und wiederum Knoblauch. Und natürlich Salz und Pfeffer und Olivenöl. So, zuerst werden wir uns das Schweinefleisch zurechtschneiden. Und zwar nehmen wir uns hier Scheiben runter. Die sollten nicht allzu dünn, nicht allzu dick sein. Also bei mir sind es so etwas mehr als 1 cm. Und von diesen Scheiben schneiden wir uns jetzt Streifen herunter. So, jetzt nehmen wir uns eine Schale, eine verschließbare. Da kommt das Schweinefleisch erstmal hinein. Als nächstes kommt Natron hinein. Das soll das Fleisch bekanntlich sehr mürbe machen. Das Ganze verrühren wir schon mal oder verkneten. Warum Natron? Und vielleicht, ohne den Bosniern zu nahe zu treten, aber vielleicht ist das Fleisch natürlich, wenn man jetzt Schweinenacken nimmt und der ist fettig und durchwachsen und strähnig und knorblich und wie auch immer, dann ist das eine andere Fleischsorte und dann kriegt man die natürlich weich. Aber bei mir ist das jetzt dieses doch sehr magere Fleisch aus der Keule. Aber ich mache es trotzdem, schaden kann es ja nicht. So, als nächstes den Knoblauch. Den habe ich jetzt geschält und den schneide ich erstmal in feine Streifen. Man kann eine Knoblauchpresse nehmen, aber ich mache es auch ab und zu, gebe ich ja zu. Aber ich bin da kein großer Freund von. Bilde mir immer ein, da wird der Knoblauch schnell bitter, wenn man ihn dann nicht gleich verwendet oder nicht gleich irgendwo anbrät oder wie auch immer. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung, ihr könnt da machen, so wie ihr denkt. Jetzt hacken wir das Ganze nochmal durch. Und jetzt kommt es auf das Fleisch drauf. Jetzt ziehen wir uns hier vom Thymian einige Blätter herunter.
So, das reicht auch. Und ebenfalls in unsere Schüssel. Als nächstes, ja, je nach Gusto, Chiliflocken. Ein guter Teelöffel vom Paprika, in meinem Falle edelscharf oder rosenscharf heißt es ja, edelscharf, ich nehme wieder. Ebenfalls einen Teelöffel Salz, das Ganze erstmal wieder verkneten. Jetzt kommt etwas schwarzer Pfeffer drauf. Ein Saft einer halben Zitrone. Olivenöl. Und das Ganze wieder durchgemengt. Alles schön platt drücken. Jetzt kommt der Deckel drauf und das Ganze jetzt in den Kühlschrank. Jetzt kommen wir zum Geflügel, also sprich zu unseren Hühnerbrüsten. Da schneide ich erstmal das Innenfilet ab. Das würde uns nur so herumzappeln. Ja. Und hier schneiden wir uns ebenfalls Streifen herunter. Wer jetzt hier Zwiebeln und Paprika und Pilze vermissen sollte, bei diesem Rasnitschi, ja, so wie ich es kenne, ist das nicht auf dem Spieß, weil wir sind sonst, oder wir laufen sonst Gefahr, mehr oder weniger einen Schaschlik zu machen. Und wie gesagt, so wie ich das kenne aus früheren Zeiten meiner vielen, vielen Urlaube dort unten in Ex-Jugoslawien, war das nicht der Fall. Also kein Gemüse mit drauf, sondern die, wenn man denn Gemüse gemacht hat, diese Gemüse entweder auf einen separaten Spieß oder eben auch in einer Pfanne einfach nur angegrillt. So, die Innenfilets, die teile ich nur einmal in der Mitte. So. Und somit ist unser Hühnerfleisch auch bereit. Wir nehmen uns jetzt eine zweite Schüssel und geben hier den griechischen Joghurt hinein. Kann man ruhig alles nehmen. Den Knoblauch. Genauso wie eben, erst in Scheiben schneiden und dann zerhacken. Und zu unserem Joghurt dazu. Ebenfalls wieder etwas Thymian gezupft. Paprika. Chili. Salz und Pfeffer. Und die zweite Hälfte der Zitrone. Und das Ganze jetzt verrühren. Ebenfalls wieder Olivenöl dazu. Wieder verrühren. Und jetzt kommt unser
Hühnerfleisch hinein. Und schön verrühren, bis die Marinade überall am Fleisch sitzt. Dann wiederum das Hähnchen etwas nach unten pressen. Deckel drauf. Und ebenfalls in den Kühlschrank. Beide Marinaden sollten nicht unter 6 Stunden, aber besser noch am Folgetag, also 24 Stunden später erst verwendet werden. Und so werde ich das auch machen. Am nächsten Tag. Und hier haben wir am nächsten Tag die Ergebnisse unserer Marinaden. Und das ist zum einen das Schweinefleisch und zum anderen das Hähnchen. Des Weiteren brauchen wir alles nachher für den Teller. Eisbergsalat, Zwiebelscheiben, Tomate, etwas getrocknetes Oregano, Eiwa und natürlich brauchen wir Spieße. Und zu den Spießen kommen wir gleich. Denn an der Stelle sollte man nicht den Fehler machen, die Spieße zu lang zu wählen, damit ja vielleicht nur einer oder vielleicht auch zwei in die Pfanne passen. Und deswegen habe ich hier so ein, ja, nennen wir ihn Referenzspieß. Und der zeigt mir an, wie die maximale Länge sein sollte. Also hier kriegen wir schon wunderschön, ja, 4 Spieße unter. Und wir werden dann hier diese Spieße, wo jetzt unser Schweinefleisch draufkommt, nachher auch so einkürzen, dass sie hier in die Pfanne passen. So, wir nehmen uns jetzt hier ein Stück Fleisch heraus. Und stechen hier so leicht quer ein und auf der anderen Seite wieder zurück und schieben das Ganze ans Ende. Jetzt schauen wir mal auf die Länge unseres Referenzspießes. Also jetzt hier ist schon genügend drauf und jetzt müssen wir den kürzen. Jetzt nehmen wir uns ja entweder Geflügelschere oder ein Schaschlikspieß und kürzen den auf die Länge ein. Und so verfahren wir jetzt mit den restlichen Spießen. Ich werde erst 4 machen und den Rest wahrscheinlich einfrieren. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher, weil das ist mir einfach zu viel. Aber weniger Fleisch machen lohnt nicht. Also deswegen die Alternative zum Einfrieren. Ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Und hier wirklich durch Zufall hat das Fleisch genau für 4 Spieße gereicht. Und jetzt geht's ans Hühnchen. So, beim Hühnchen natürlich genau das Gleiche. Hier verteilen wir auch wieder unser Hühnchen auf dem Spieß und schneiden hier ebenfalls wieder den Spieß auf die Länge. Das mache ich mal eben mit den anderen Spießen auch und dann sehen wir uns wieder. Hier habe ich jetzt 3 Spieße bestückt und ja, ich schätze mal auch ein 4. Spieß, vielleicht sogar noch ein 5. wäre noch drin, aber wie gesagt, das friere ich ein und das hebe ich mir auf. Und jetzt geht es an die Pfanne zum Anbraten. So, Pfanne auf mittlere Hitze. Etwas Olivenöl hinein. Und beginnen werden wir mit den Schweinespießen. Einfacher Grund, weil bei den Hähnchenspießen, denke ich mal, wird uns die Pfanne etwas ankrusten. Aber ja, deswegen das Schwein zuerst. So, Pfanne heiß. Immer dran denken, kalt gepresstes Olivenöl nicht zu stark erhitzen. Jetzt kommen hier unsere Fleischspieße hinein. Wie gesagt, erst die mit dem Schwein. Und
So, nach ca. 5 Minuten werden wir sie wenden. Und wir sehen, wir haben eine wunderschöne Farbe. So, etwas weniger Zeit. Wir sehen, sie sehen also hervorragend aus. So ist besser zu sehen, ja, sie sehen hervorragend aus. Kommen die jetzt aus der Pfanne. Und jetzt kommen die Hähnchenspieße hinein. Die brauchen natürlich nicht so lange. Ich habe sie jetzt mal nach 3 Minuten gewendet. Ja, die sehen schon gut aus. Und nach 2 Minuten schauen wir mal. Ja, nicht schlecht. Wir stellen die Platte jetzt auf 0. Und jetzt sind auch schon unsere Hähnchenspieße fertig. Ich werde einen anrichten und 2 erstmal auf Seite legen. Und fertig angerichtet sieht der Teller jetzt so aus. Wir haben hier 2 Spieße vom Schwein, einen Hühnchenspieß, Eiweiß auf einem Salatblatt, Tomate, Tomatenscheiben und rohe Zwiebeln. Jo, wem das gefallen hat, gerne einen netten Kommentar, gerne auch einen Daumen nach oben und wer noch kein Abo hat, abschließen und bis zum nächsten Mal. Und ich verspreche nicht allzu viel, aber ich glaube, das nächste wird auch wieder ein Balkangericht. Aber wir werden sehen.